Wenn wir uns mal die Chondren und deren Gesamtzusammensetzung in einem Chondriten anschauen, ist es interessant herauszufinden, ob diese Chondren alle die gleiche Zusammensetzung haben, ob sie unterschiedliche Zusammensetzungen haben und wenn sie unterschiedliche Zusammensetzungen haben, ob sie sowas wie zwei, drei verschiedene Zusammensetzungen haben oder ob sie eine Art Verteilung haben. Um das herauszufinden, werde ich hier mal MatBase verwenden. Und als erstes Beispiel suche ich mal vielleicht CV-Chondrite raus und dann hier nur die Chondren, so klicke ich die anderen Sachen weg. Dann nehme ich mal ein Hauptelement, zum Beispiel Magnesium, und plotte das. Und dann sehe ich hier für CV-Chondrite zwei Sachen. Das erste ist, die Zusammensetzung der Chondren ist unterschiedlich. Das Ganze geht, wenn man hier schaut, von ca. 10 Gewichtsprozent bis 30 Gewichtsprozent, also über einen wirklich großen Bereich. Das ist Silizium, also nicht SiO2, Magnesium, nicht MgO. Das ist ein sehr großer Bereich, eine sehr große Variation. Das zweite ist keine multimodale Zusammensetzung. Also nicht, dass man hier einzelne Peaks hätte, sondern es ist im Grunde genommen nur ein Peak und die Verteilung sieht in etwa normal bis vielleicht lognormal aus. Jetzt nehme ich mal noch CR-Chondrite dazu und CO und CM und plotte die alle mal mit dazu. Und dann klicke ich die anderen noch mal kurz raus. Also das waren gerade die, sehe ich die Matrixen so mit geplottet, das ist nicht so gut. Und hier kann man schon sehr gut sehen, dass im Grunde genommen für alle diese unterschiedlichen Gruppen das gilt, dass die Zusammensetzung variiert auch ungefähr über den gleichen Bereich, bis auf die CM vielleicht, und dass es auch immer diesen einen Peak gibt, mit einer in etwa normalen, vielleicht bis lognormalen Verteilung, ohne hier weitere Analysen zu machen. Jetzt kann man das Ganze mal vielleicht für ein anderes Element raussuchen. Nehmen wir mal Aluminium und plotten das Ganze dafür. Und da sieht man ein relativ ähnliches Bild. Man sieht aber, dass es hier einen sehr viel längeren Schwanz gibt, hin zu höheren Zusammensetzungen. Erstmal gibt es hier wieder eine Variation zwischen vielleicht 0 und 5%. Und dann gibt es aber nochmal Zusammensetzungen hier hinten. Also wenn ich das Ganze hier ein bisschen rauszoome, dann kann man sehen, dass hier bei höheren Aluminiumkonzentrationen auch noch ein paar Chondren gibt. Also hier hätte man vielleicht eine multimodale Zusammensetzung, wobei das auch schon etwas vielleicht zu viel gesagt wäre. Man hat auf jeden Fall ein paar Chondren mit hohen Aluminiumkonzentrationen. Und jetzt brauchen wir für diese ganze Sache natürlich, müssen wir es irgendwie versuchen zu erklären dann auch. Und hier könnte man vielleicht sagen, dass zu diesen Chondren refraktäres Material zugemischt wurde, vielleicht sowas wie CAIs. Im Fall von den Magnesiumzusammensetzungen wird manchmal gerne gesagt, vielleicht waren die Precursor der Chondren variabel in ihrer Zusammensetzung, die wurden dann gemischt und das ist das Ergebnis. Das geht aber nicht, weil die Precursor sehr klein sind, nur Mikrometer groß. Da muss man 10 Hundert bis Millionen, also 10 Hunderttausende bis Millionen mischen, um die Chondren zu bekommen. Dann hätte man jedes Mal die gleiche Zusammensetzung. Man braucht ja also eine andere Erklärung. Eine Möglichkeit ist, dass die Chondren offene Systeme sind, Material mit der Umgebung ausgetauscht haben, die Chondren unterschiedlich groß waren, unterschiedliche Oberflächen zu Volumenverhältnisse hatten, unterschiedliche Aufheizzeiten und diese Unterschiede dann unterschiedlichen Austausch erzeugt haben und da diese unterschiedlichen Zusammensetzungen erzeugt wurden. Wie auch immer, das Wichtige ist hier an diesem Plot und an dieser Feststellung, dass Chondren Unterschiede haben oder eine Variation haben in ihrer Zusammensetzung, dass die unimodal ist, also nur ein Peak hat und dass die Verteilung in etwa normal bis lognormal ist. Das zu den Zusammensetzungen von Chondren in einzelnen Chondriten.